So, hallo meine Lieben, jetzt wieder mal der André. Hi. Heute geht es um das Thema Bitcoin, Kryptowährung. In den letzten Tagen erreichen mich immer mehr Nachrichten, wie verhält sich das nun eigentlich mit den Steuern, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer etc. So, da habe ich was richtig Geniales gefunden von einem gewissen Dirk Winkler aus Hamburg. Der Mann ist 35 Jahre alt. Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kryptowährung und Bitcoin und hat sich quasi das Thema auf die Fahne geschrieben. Und von diesem Mann, der absolute Vollkenntnisse darüber hat, der hat ein E-Book geschrieben über dieses Thema, wie man alles richtig macht. Die besten Tipps, wie man mit Bitcoin und Co. Steuern spart. Ne? So, wer im Kryptowährungsmarkt aktiv ist oder es vorhat, sollte sich zu Beginn Grundlagenwissen im Bereich Steuern aneignen. Ne? Folgende Fragen werden beantwortet. Unter welchen Voraussetzungen sind diese Kursgewinne zu 100% steuerfrei? Frage, welche gesetzlichen Fallen gibt es, zum Beispiel beim Mining? Wie kannst du diese Probleme vermeiden? Wie Und was musst du in die Steuererklärung eintragen? Ne? Wir haben ja nun schon die Erfahrung gemacht, ich wie in meinem Bereich ja genauso, dass die Steuerberater meist überhaupt gar keine Ahnung haben, was Kryptowährungen, Bitcoins, Ethereum, Litecoin, wie sie alle heißen, Ripple etc., wie man damit umgehen muss. Ne? Das habe ich ja nun leider auch schon erfahren müssen. So, und dieses E-Book, das kostet 37 Euro und ich habe mir das jetzt durchgelesen. Und da ist quasi, wenn er das euren Steuerberater vorlegt, er dann genauso schlau wie ihr am Ende und da wird nichts schieflaufen. Ne? Ich lege euch das ans Herz. Unter diesem Video ist der Link dazu, zu diesem E-Book. Schaut euch das einfach an. Ihr habt ja auch wie immer euer Rückkaufsrecht, quasi, dass ihr das stornieren könnt, wenn ihr nicht damit zufrieden seid. Aber ich kann euch das nur ans Herz legen. Alles, was ums Thema geht, Bitcoin, Kryptowährung, habt ihr dort alles total im Griff und da könnt ihr den Steuerberater gute Berichte vorlegen, wie er damit umzugehen hat, falls er keine Ahnung hat. Punkt 1. Punkt 2. Wer noch nicht im Kryptowährungsgeschäft drin ist und wer Bock darauf hat, sich das mal anzusehen, auch unter dem Video ist der Link, wo meines Erachtens am besten man mit klarkommt, sich Bitcoins zu kaufen über bitcoin.de. Ne? Da muss man natürlich oder muss man nicht. Aber der einfachste Weg ist dann, wenn man sich auch bei der Fiderbank dort anmeldet, ist ein gebührenfreies Konto quasi, keine Kosten entstehen, null. Also und im Anschluss, im Abspann des Videos, werden auch die Tutorials angezeigt, wie man den Bitcoin bei bitcoin.de kauft, wie man sich anmeldet, registriert und gleichermaßen auch noch ein Video dabei, wie man sich bei der Fiderbank anmeldet. Ich schlage euch vor, nicht diesen Videochat bei der Fiderbank zu machen, weil es da immer Übertragungsprobleme gibt. Macht diese Postident-Nummer, ne? Quasi kriegt ihr dann Post zugeschickt von der Fiderbank und dann müsst ihr euch mit dem Personalausweis auf der Post identifizieren. Und dann ist das Thema damit auch durch. Seid dabei, seid schlau, was jetzt hier nämlich abgehen wird und ich bin der Meinung, der Bitcoin, das ist eine super, super Sache. Wenn ich mir überlege, Anfang des Jahres waren wir bei 1400 Dollar gewesen. Jetzt bewegen wir uns bei 8200, 8500 Dollar im Kurs. Das ist natürlich eine riesen, riesen Bewegung. Und ich kann euch noch eins sagen, es ist ein sehr, sehr großes Thema für die Zukunft. Ne? Des Weiteren, um ein Basiswissen auch zu bekommen, was Blockchain betrifft oder auch den Bitcoin, habe ich euch unter dem Video noch einen Link dazu integriert, was ihr euch unbedingt ansehen solltet. Ne? Und kann ich euch nur ans Herz legen, schaut es euch an, um das Basiswissen für den Bitcoin überhaupt zu bekommen. Was ist das? Wie geht man damit um? Was passiert da überhaupt im Internet? Was ist eine Blockchain und. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal ciao, wünsche euch viel Spaß, schaut es euch einfach an. Und der Kurs, wie gesagt, von Dirk Winkler ist absolut gigantisch geil. Da habt ihr alle Probleme mit einmal quasi geklärt. Ciao!